Ja, uns kommt nämlich Opa besuchen. Hurra, Schorsch! Opa kommt uns bald besuchen. Oh, hurra, ich werde mit ihm spielen. Lass uns die Teller auf den Tisch legen. Mama macht einen Kuchen. Gebracht. Ist Opa noch nicht da? Seltsam. Er hätte schon längst da sein müssen. Ich rufe ihn mal an. Hallo? Opa? Wieso antwortet er nicht? Ich hoffe, ihm ist nichts zugestoßen. Vielleicht hat er sich verirrt. Schorsch und ich gehen ihn suchen. Ja! Seid aber vorsichtig, wenn ihr die Straße überquert. Opa! Opa, wo bist du? Schorsch, ich sehe ihn! Er ist auf der anderen Straßenseite. Ich sehe nicht, welche Farbe die Ampel hat. Wie konnte ich nur meine Brille zu Hause vergessen? Scheint grün zu sein. Opa, halt! Die Ampel zeigt rot! Oh, wer ist das? Peppa, Schorsch, seid ihr das? Ja! Gleich helfen wir dir, die Straße zu überqueren. Oh, grün! Da freue ich mich ja, dass ihr mich abgeholt habt. Warte, Opa, man darf die Straße nicht bei Rot überqueren. Jetzt kannst du gehen. Opa? Weißt du etwa nicht, wie man die Straße überquert? Ja, schon. Ich habe bloß meine Brille zu Hause vergessen. Und ohne sie sehe ich schlecht. Hallo, Opa. Na, endlich habe ich es zu euch geschafft. Hallöchen. Lasst uns Kuchen essen. Das erste Stück geht an den Opa. Danke, Peppa und Schorsch. Ohne euch hätte ich diesen Kuchen sicher nicht probiert. Opa, wirst du mit mir spielen? Natürlich, Schorsch. Es ist
Morgen. Ich muss Schorsch aufwecken. Schorsch, wach auf. Ich will nicht. Schorsch, steh auf. Wieso so früh? Lass uns eine Überraschung für Mama und Papa machen. Oh. Okay. Aber sei still. Gut. Warte, Schorsch. Erstmal Zähne putzen. Genau. Ui. Leise, Schorsch. Du weckst noch die Eltern auf. Entschuldige. Schorsch. Ah, vergessen. Komm, wir gehen in die Küche. Lass uns Frühstück für Mama und Papa zubereiten. Genau. Ich decke den Tisch. Die Tassen. Ups. Leise, Schorsch. Eier. Ich mach Spiegelei. Mit Würstchen. Riecht gut. Ich mach Toastbrote. Für Mama. Für Papa. Peppa, Marmeladenbrote sind fertig. Gemacht. Jetzt bleibt noch der Tee. Für Mama. Für Papa. Ich muss Zähne putzen. Kinder aufwecken. Peppa, Schorsch, Zeit aufzustehen. Schorsch? Peppa? Wo sind die Kinder? Papa Wutz! Was ist passiert, Schatz? Die Kinder sind verschwunden. Wie verschwunden? Verschwunden also. Wir müssen sie finden. Komm, wir teilen uns auf, um sie schneller zu finden. Hier ist keiner. Ich schaue in der Schublade. Hier auch nicht. Schatz, ich kann sie nicht finden. Wir schauen in der Küche nach. Da seid ihr ja. Gut.
Guten Morgen. Wir haben euch ein Überraschungsfrühstück zubereitet. Ach, meine Lieben. Gut gemacht. Lecker. Peppa, hast du das gemacht? Ja, ich war's. Und ich hab geholfen. Gut gemacht. Seiner Schwester soll man immer helfen. Hervorragend. Guten Appetit, Sausia. Schatz, die Spiegeleier sind fertig. Das neue Restaurant in der Nachbarschaft hat uns einen Rabattcoupon zukommen lassen. Mama, Papa, wir haben beschlossen, Geld zu verdienen. Oh, interessant. Wir müssen los. Keine Zeit. Sausia. Wir haben großartige Kinder. Komm alle nach dir, Schatz. Schieb an, Peppa. Das ist ein Laden. Was für ein großer Karton. Los, machen wir ihn schnell auf. Ich hebe an. Ah, so viele Einzelteile. Das schaffen wir schon. Was wohl dabei rauskommt? Peppa, das ist eine Waage. Das ist das Dach unseres Ladens. Und das ist die Theke. Unser Laden hat ein rotes Dach und eine rote Theke. Und die Ladenregale sind grün. Und die Regalbeine sind blau. Was für einen bunten Laden wir aufgebaut haben. Jetzt müssen wir die Lebensmittel in die Regale verstauen. Hier lagern wir die Früchte. Trauben. Zitronen. Äpfel, Mandarinen, Birnen und Bananen. Und hier liegt das Gemüse. Auberginen, Mais, Karotten und Kohl. Mir gefällt es so gut, Peppa. Und das hier ist die Kasse. Hierhin. Lass sie uns testen. Funktioniert. Hier legen wir die Eier hin. Für die Waage brauchen wir noch Gewichte. Ganz schön schwer. Hier sind zwei leichtere Gewichte. Und hier ist ein großes. Schau mal, Peppa, ich habe die Gewichte gewogen. Süßigkeiten und Kekse. Eine gelbe Flasche Limo und eine grüne. Ein Einkaufskorb. Peppa, das sind die Aufkleber fürs Dach. Peppa, schau mal, ist es gerade geworden?
Tschüss. Ich werde der erste Einkäufer sein. Ich brauche noch einen Einkaufskorb. Lass mal sehen. Bananen? Trauben? Ist das Obst denn frisch? Alles frisch. Wählen Sie aus. Dann nehme ich die Trauben. Ich würde gerne zahlen. Die Trauben müssen gewogen werden. Hier kommt das Gewicht hin. 1 Kilo gebe ich ein. Das macht dann 10 Geldstücke. Oh, ich habe gar kein Geld. Mama! Mama, kannst du mir bitte Geld geben? Hier, Schorsch. Danke. Hier, Peppa. Großartig. Du kannst deinen Einkauf jetzt mitnehmen, Schorsch. Danke. Jetzt will ich die Einkäuferin sein. Und ich bin der Verkäufer. Ich nehme einen Korb. Früchte. Gemüse. Was haben Sie denn sonst noch? Wir haben noch Süßigkeiten und Limonade. Ich nehme die Süßigkeiten. Jetzt müssen Sie den Einkauf bezahlen. Ich gebe es ein. Das macht dann 5 Geldstücke. Oh, ich habe kein Geld. Ich werde unsere Eltern fragen. Mama, Papa, ich brauche Geld. Ja, da hast du was. Danke, Papa. Hier, Schorsch. Ich lege es in die Kasse. Jetzt kannst du deinen Einkauf mitnehmen. Danke. Mama, Papa, schau, wie viel Geld wir verdient haben. Viel. Komm. Schatz, ich glaube, das ist das Geld, das wir Ihnen gegeben haben. Ja, das denke ich auch. Peppa, mir hat es so gut gefallen, Laden zu spielen. Molly, sag. Peppa, das ist doch ein Hund. Der kann nicht grunzen. Ich werde es ihm beibringen. Schau. Das ist sinnlos, Peppa. Der wird nie grunzen. Kinder, ihr streitet euch wegen dieses Spielzeugs. Ich habe da etwas Besseres für euch. Ein Krankenwagen! Lass uns ihn öffnen! Bye.
viel Interessantes. Schorsch, komm, lass uns spielen. Ich bin Doktor und du Patient. Da lege ich mich gerne ins Bett. Guten Tag, ich bin Dr. Pepper. Au, tut so weh, alles tut mir weh. Alles klar, also brauchst du eine volle Untersuchung. Erst lauschen wir dein Herz. Es schlägt normal. Ich würde ein Röntgenbild machen. Was hab ich denn, Doktor? Keine Sorge, alles ist gut. Lass uns dein Fieber messen. Oho, du hast Fieber. Wir müssen dir eine Spritze geben, um es zu verringern. Oh, ich habe aber Angst vor Spritzen. Na, siehst du, tut nicht weh. Das stimmt. Dr. Pepper empfiehlt noch eine Vitaminentropfendüse. Na, wie geht es euch? Danke, mir geht es super. Kinder, hat es euch gefallen? Ja, sehr. Ich war Dr. Pepper. Oh, und ich Patient. Jetzt fühle ich mich gut.